Herzlich willkommen in einem neuen Video. Herzlich willkommen in Washington. Augenscheinlich ist das hier das Land der Berge. Wir haben hier so einen Holzberg und dahinter haben wir einen wirklichen Berg. Der ist eigentlich ein bisschen höher als dieser Holzberg. Mount Helen. Genau. Und als wir hier vor 2 Tagen angekommen sind, wir standen hier nämlich 2 Tage, haben gestern ein bisschen gearbeitet, da hatte der noch keine Schneefelder. Jetzt hat er ein bisschen, weil gestern, wir haben uns extra einen schönen Platz im Freien gesucht mit Blick nach oben für Sonne und Starlinka. Und wir wollten Sport machen. Und wir wollten endlich mal wieder anfangen, weil ich weiß ja nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber im letzten Video, der Wind stand ein bisschen ungünstig. Mein Nicky blies es nach hinten und vielleicht habe ich dort ein oder andere Röllchen mittlerweile angesetzt. Sommer ist vorbei, Strandfigur AD. Aber ja, lange Rede, wir wollten anfangen, aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat geregnet und da oben augenscheinlich geschneit. Ja, wir sind also wieder zurück im Kalten oder im Kühlen und nehmen euch dazu jetzt mit. Wir genießen die letzten Sonnenstrahlen der Saison in Washington. Ja, könnt ihr auch hier funkeln sehen. Ich habe mir nämlich, also ich habe mir einfach ein zweites Ohrloch stechen lassen, damit ich noch mehr. Genau, andere Seite auch. Muss jetzt aber so ein bisschen noch drinnen bleiben und dann geht das los. Apropos los, wir jetzt auch und zwar in Washington mit euch zusammen. Viel Spaß damit. Wir sind angekommen am Parkplatz bei den Ape Caves und hier muss man sich online ein Zeitfenster blocken und zusätzlich dann nochmal eine Erlaubnis holen, quasi, dass man hier sein darf. Hier müsste es also irgendwo Fee-Envelopes geben und einen Stift. Hier haben wir Fee-Envelopes und ein Stiftchen. Und da schreibt man jetzt sein Zeug auf, packt die 5 Dollar in, vorzugsweise passgenau. Und dann kann man die hier unten drin werfen und dann hat man sein Geld bezahlt. Und wenn man das Geld auch gleich mitnimmt, dann muss man auch nicht wieder zurück zum Auto, sondern kann das gleich da machen. Aber jeder Gang macht schlank, jeder Schritt hält fit und jeder zweite hält an die Breite. Wir holen Geld, füllen das aus und dann gehen wir los. Ja, wir haben unsere Entdeckerlampe schon aufgesetzt. Sonnenbrille eingetauscht, Gegenlicht. Und gehen jetzt runter in den Tunnel. Der wurde 1951 entdeckt, weil ein Traktor da fast reingefahren ist in den Haupteingang. Und seitdem ist das der längste begehbare Lavatunnel in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es woanders noch einen gibt, der länger wäre. Wir werden es rausfinden, es soll kalt da unten sein. Wir haben es ja jetzt eigentlich 6 Grad durchgehende Temperatur. Es soll ein bisschen tropfen, es soll ein bisschen rutschig sein, ab und zu ein bisschen Wind blowen. Und es soll ein Lavawasserfall, so ein Lavafall, nein, nicht Wasserfall, ein Lavafall geben. Ja, 2,4 Meter, 8 Fuß. Ziemlich cool. Und irgendwann erreichen wir Tageslicht. Genau, und dann gibt es wohl einen Weg durch den Wald oben wieder zurück. Und das machen wir jetzt mal. Lampe an und explort. Thank you.
da oben raus wie Papier. Und hier sieht man auch schon ein bisschen den Lack bröckeln. Und hier ist mal runtergetropft. Dann haben wir irgendwie Magma oder so. Vulkanzeugs, flüssig, Stein. Ja, also man ist ja dann auch immer ein bisschen froh, wenn man wieder draußen ist. Weil, also für mich persönlich ist ja irgendwie, klar, also ich habe viele Stellen, wo irgendwie die Decke eingestürzt ist und das ist so ein die kann einstürzen. Schön blöd, natürlich kann sie das, aber viel schlimmer ist ja eigentlich da, wo sie noch nicht eingestürzt ist, glaube ich, weil da ist das... Das Potenzial natürlich noch höher in meinem Denken. Aber da macht man sich irgendwie weniger eine Waffel drüber. Naja, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt und. War richtig cool. Mega. Also, ich habe nicht gewusst, dass man wirklich so viel klettern muss. Aber es gibt eben, schon am Eingang teilt sich das ja, haben wir glaube ich auch gefilmt, ja. Dass es zwei Wege gibt, eben diesen. Eine Dreiviertelmeile, das ist einfach so ein Dead End, läuft man hin und zurück. Das soll dann wohl auch für Kinder sein und für Familien. Und das, was wir jetzt gemacht haben, eben ein bisschen... Für fortgeschrittene Höhlenforscher. Für fortgeschrittene Höhlenforscher, ja. Ja, alles in allem wirklich eine runde Sache, hat Spaß gemacht. Und wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto. Genau, und dann fahren wir noch so eine Stunde, suchen uns einen Stellplatz. Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Herbsttag heute und wir hatten gestern noch ein schönes Plätzchen gefunden, irgendwo am Waldrand, sind jetzt aber ein Stück weiter gefahren zu den Gulla Ice Caves. Also neuer Tag, neue Hülle. Die sollen nicht ganz so groß sein und beeindruckend, aber es soll wohl das ganze Jahr über Eis geben. Und das gehen wir jetzt mal schon. Man müsste eigentlich auch hier wieder $5 bezahlen, aber wir haben irgendwie, wir haben keine $5 mehr. Wir haben jetzt also einen $10-Schein in die Windschutzscheibe gelegt und gesagt, wir are happy to pay, wenn denn irgendjemand wechseln kann. Und zugegebenermaßen hoffen wir, dass niemand kommt. Aber ja, da haben wir nicht dran gedacht, deshalb am besten immer kleines Geld mit haben, weil man hat hier auch keinen Empfang, um online zu bezahlen. Ja, also wir waren nach gut 30 Sekunden am Höhleneingang und es kommt richtige kalte Luft daraus, oder? Also so kühlschrankkalt, keine Ahnung, eisfachkalt. Alex holt jetzt erstmal das Licht raus, weil wir sehen einfach sonst gar nichts. Nee, ist richtig dunkel und wir haben gestern schon mitgekriegt, dass so eine Stirnlampe zwar cool ist, aber noch geiler ist halt so ein Fotolicht, weil das macht einfach so richtig taghell. Und dann sieht man doch wirklich viel. Okay, wir zeigen euch den Unterschied. Ja, das war nicht so, aber das ist auch okay. Kann nicht immer alles so beeindruckend sein. Und
Wir fahren jetzt noch ein kleines Stück weiter nach Trout Lake. Trout Lake, glaube ich. Und werden auf jeden Fall Wasser füllen und schon angestrengt von diesen Badstufen. Und Gas füllen, oder? Unbedingt. Gas füllen und Wasser füllen. Weil es wird doch schon kalt in der Nacht und vielleicht brauchen wir dann nochmal die Heizung. Du musst noch deine Schuhe sauber machen. Ich muss noch meine Schuhe sauber machen. Von daher machen wir das. Und dann suchen wir uns ein nettes Plätzchen. Wir haben eins in Aussicht oder wir haben eins mit Aussicht, auf das wir hoffen. Aber ich weiß noch nicht, ob das klappt, weil es ist auch Freitag und das Wetter jetzt irgendwie doch gut. Aber wir schauen mal, dass wir da zügig hinkommen und dann diesen Platz beziehen können. Ich bin auf jeden Fall irgendwie froh, dass wir die 5 Dollar nicht bezahlt haben. Also gestern haben die voll gelohnt, die 5 Dollar. Und na, hier gibt es wahrscheinlich aber auch noch mehr zu sehen als nur... Nee, es ist tatsächlich nur das Ice Cave. Oh, wow. Ja. Und das ist dann irgendwie... Na dann naja. Schnell weg, bevor hier jemand kommt. Wenn man aber diesen Pass hätte, also wenn du dir den für einen Tag kaufst, dann könntest du quasi alle Caves machen. Also der gilt nicht nur für eine Site, der gilt dann für den Tag. Ha. Also der von gestern, der wäre heute auch noch gut gewesen. Also nein, der, ja, genau. Wir sind jetzt bei der Ranger-Station und im Internet steht, dass die sehr freundlich sind und dass das hier gängige Praxis ist, dass man sich hier das Wasser holt. Die gute Frau wirkte ein bisschen verwirrt darüber. Wir sind ja mal höflich und fragen vorher nach, ob das wirklich uns das holen dürfen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir dürfen holen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sind wir nämlich wieder voll und können dann 2 Tage entspannt stehen, weil wir einfach wieder bis zum Rand voll sind. Nachher noch Gas füllen und dann geht's zum Stellplatz. Den Spot quasi erreicht, den wir wollten, also zumindest so fast. Wir stehen nämlich hier auf einem Campingplatz am See und wir hatten uns eigentlich ausgemalt, dass wir direkt am See stehen, aber irgendwie sind es nur Zeltplätze, die da am See sind. Von daher stehen wir jetzt ein bisschen im Wald. Was einerseits sehr schön ist. Richtig schön, die Luft ist gut. Also und der Platz ist riesig und ruhig. Kostet seit einer Woche nichts mehr, weil seit dem 24.09. ist hier quasi die Saison vorbei. Und von daher darf man hier jetzt kostenfrei stehen. Aber Wald ist natürlich immer mit Bäumen verbunden. Und ja, da kommt jetzt wenig Sonne. Weshalb wir doch nicht 2 Tage stehen können, sondern nachher dann weiterfahren. Wir laufen jetzt ja aber mal um den See. Genau, weil wir sind ja aus einem bestimmten Grund hierher gekommen und wir wollten eben ja auch am See stehen, weil es hier eine richtig schöne Aussicht geben soll. Und die gehen wir uns jetzt erstmal mit euch angucken. Ja, jetzt sitze ich quasi an dem Platz, wo wir eigentlich campen wollten. Ist aber wie gesagt nur ein Zeltplatz. Und hinter mir ist der Mount Adams. Und er hat schon frische Schneefelder drauf. Und ich meine, wie schön ist das? Sieht es jetzt hier so ein bisschen, die Leute kommen nämlich genau wegen dieser Spiegelung, dass man den Berg quasi noch einmal perfekt im Wasser sieht. Und ja, das hier ist dann der Campspot direkt am See. Mega schön.
Aber halt leider nur für Zelt und nicht für Fotobi. Aber man kann hinlaufen und die Aussicht genießen. Und ja, ist richtig viel los. Ist ja Samstag heute. Das Wetter ist perfekt dafür, dass hier eigentlich die Saison vorbei ist. Wobei jetzt fängt die Jagdsaison an. Aber ich glaube, hier sind heute nur Leute unterwegs, die nochmal ihr Kanu rausholen und die Sonne genießen. Und ja, so ein richtig schöner Herbsttag. Ist nicht richtig, richtig heiß, aber auch nicht kalt. Und ein paar Blätter sind schon so orange-rot. Guten Morgen. Wir haben vorgestern noch ein, ich würde sagen, semi-schönes Pullout erreicht im Wald. Ihr seht, wir hatten relativ viel Platz. Also Starlink hat funktioniert, wir haben Solar reinbekommen. Wir konnten also ein Video hochladen und auch ein bisschen weiter arbeiten. Mount Rainier, genau, das wollte ich eigentlich erzählen. Da werden wir auf jeden Fall jetzt hinfahren. Wetter ist traumhaft für eine kleine Bergwanderung. So 6 Kilometer sollen es sein, der Skyline Loop Trail, und er soll allerschönste Ausblicke bieten. Unser letzter Nationalpark in den USA dann übrigens auch. Und natürlich ins Visitor Center gucken, was da so gibt. Jetzt wisst ihr, was heute los ist. Also die Fahrt hier zum Parkplatz, die war auf jeden Fall schon mal sehr exorbitant schön. Sehr vielversprechend. Wetter ist natürlich auch traumhaft heute. Und es ist noch gut voll. Es ist ja jetzt Ende September. Die meisten Straßen hier im Park werden wir morgen schließen am 1. Oktober. Und im Sommer braucht man hier tatsächlich eine Einfahrtsgenehmigung für eine bestimmte Uhrzeit. Weil die Leute sich hier einfach die Reifen platt stehen. Ja. Hier ist ein Andrang auf diesem Park. Ja, bis zu 6 Stunden muss man manchmal im Sommer warten, um hier überhaupt reinzukommen. Und also ich meine, es ist doch heute noch gut was los. Ist es. Ist ja auch Kaiserwetter. Ja, und aber halt außerhalb der Saison. Also das solltet ihr euch gut überlegen, wann ihr hierher kommt. Aber für den ersten Blick würde ich auf jeden Fall sagen, es lohnt. Wir haben hier für $30 den Eintritt gekauft. Ist wieder 7 Tage gültig, das Ticket. Und ja, wenn man jetzt viel Zeit, wenn man möchte, um den Park zu exploren. Wir laufen aber heute nur den Skyline Loop Trail. Soll wohl der Trail sein, wenn man nur einen Tag Zeit hat für den Park. Sieht man halt alles, was es so zu sehen gibt. Und das schauen wir uns jetzt einfach gemeinsam an. Und wir sind warm angezogen. Es hat nur 9 Grad hier und soll dann weiter oben auch recht windig werden. Dass wir hier zuerst mal 500 Höhenmeter rauf müssen. Das hat uns ja schon wieder keiner gesagt. Das ist ein schöner Spazierweg durch den Park. Der Weg ist total schön, aber geht halt einfach nach oben. Wir sind froh, dass wir vorher in San Fran waren, weil da sind die Beine ein bisschen trainiert. Und Allfuß haben wir schon eingeschaltet, ja, damit wir hier auch wirklich hochkommen. Aber schaut einfach mal. Auch hier hinten. Aber es ist halt einfach schon wieder Fototapete. Und ja. Einfach. Hat sich jetzt schon gelohnt. Ja. Und du wolltest erst nicht. Ob sich die $30 lohnen. Ob wir sie wirklich investieren wollen, habe ich gefragt. Die Finanzverwaltung hat entschieden, wir geben sie aus. Und ja, hat sich gelohnt. Bisher schon mal. Aber wir sehen uns dann einfach gleich oben. Wir brauchen noch ein bisschen Puste und dann seht ihr auch mehr.
Wir sind jetzt fast oben. Ich würde sagen, zwei Drittel haben wir geschafft. Man hat gerade den Ausblick auf den Gletscher. Da ist natürlich wie immer nur noch sehr wenig da. Aber der Wasserfall ist ziemlich beeindruckend. Höher hinaus ist nur noch für Bergsteiger. Wir, hat sich da noch ein bisschen mehr gezogen. Wir haben unser Limit für diesen Wanderweg erreicht. Und das ist schön. Jeder Meter hat sich gelohnt. Das ist einfach so schön. Mega windig hier oben. Ich hoffe, ihr versteht uns gut. Eine Aussicht nach der anderen. Und man will ständig anhalten. Und hier sind ja diese ganzen Chipmunks, die sind so putzig. Ja. Man will sie am liebsten einpacken und die sind sehr zutraulich. Ich glaube, sie werden hier regelmäßig von Wanderern getätschelt oder gefüttert. Das machen sie natürlich nicht. Aber man würde schon gerne. Ja. Und Maja, also hinter uns Gletscher. Und hier die Kaskaden. A little bit view. Da sind die vier höchsten Berge dann, also der Mount Hood, der Mount St. Helen, viele Chinesen, der Mount Adams und natürlich der Mount Rainier. Aber wir kennen das ja schon aus Vietnam. Das ist da. Das ist ja laut. Das ist einfach ein bisschen lauter. Die müssen gegen die Hupe anrufen. Anbrüllen. Ja, hinter uns auch wieder Paradebeispiel, wo hier gefüttert wird. Beden, die da sitzen. Und hier drüben rennt das Hörnchen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich nicht. Ist wieder weg. Ja, also macht das nicht. Nee, wir machen das nicht und ihr solltet das auch nicht tun. Wir werden jetzt weiter und das wird jetzt runtergehen. Das wird nochmal anstrengend. Und aber schön. Dann sehen wir uns einfach gleich im Visitor Center. Schön, dass ihr schon da seid. Bis gleich. Wir sind wieder unten am Visitor Center, aber tatsächlich gar nicht so anstrengend runterzulaufen. Und wir hatten richtig Glück, weil wir haben zwei Bären gesehen. Und zwar einmal ein Schwarzbär und dann ein Braunbär. Und der Braunbär, der hat für uns nämlich noch gefehlt. Wir hatten ja schon Grizzlies und schon viele Schwarzbären, aber wir hatten noch keinen Braunbär. Das war von daher ziemlich cool. Haben wir nur Fotos gemacht, nicht gefilmt. Die waren Bäder, ganz schön weit weg. Der
der schwarze Kollege noch viel weiter als der braune. Und naja, wir blenden es trotzdem ein, dann seht ihr das auch. Und wir haben natürlich auch noch ein Murmeltier gesehen. Ja, das hat war das putzig, hat extra posiert für uns. Super. Hat sich also voll gelohnt. Mehr als. Ich bin sehr happy. Und die Farben, es ist einfach so rot, orange, gelb, sehr richtig schön. Also das hat sich total gelohnt. Und ja, wir schlendern jetzt noch kurz durchs Visitor Center und gucken, was es da so gibt. Weil wie gesagt, letzter Nationalpark in den USA. Da müssen wir nochmal schauen, was es da so gibt. Und Geldkarte wird da durchsichtig. Und dann füllen wir noch Wasser. Und dann haben wir aber auch Hunger. Das heißt, wir müssen schneller einen Stellplatz finden, sonst kippt hier die Stimmung. Und wer darf's wieder ausbaden? Ihr! Da geht's lang. Hier geht's lang. Dann Visitor Center. Wir haben tatsächlich einen richtig schönen Stellplatz im Wald gefunden. Washington sieht nämlich genauso aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Hopp. Da fällt mir glatt der Hut runter. Wald, Berge. Und da hinten, hinter den Wolken, ist nicht die große Freiheit, sondern der Mount Rainier. Genau, als wir hier vor 2 Tagen angekommen sind, da hatte man auch richtig schönen Ausblick. Und dann haben wir gesagt, oh Mensch, und das müssen wir dann schön filmen, wenn wir uns aus dem Video verabschieden und so. Naja, da ist er. Irgendwann zogen die Wolken auf gestern und ja, seitdem hängen sie da. Ich glaube, du hast ein cooles Foto gemacht, war als diese... Ja, da war eine Haube oben drauf. Ja, wir schauen mal, vielleicht ist das was geworden, dann können wir das noch einblenden. Ich fand den Park auf jeden Fall cool. Hat sich mega gelohnt. Ich mochte die Farben, die Herbstfarben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und was haben wir überhaupt alles gemacht? Wir waren in der coolen Höhle, wo wir so lange durchgelaufen sind. Höhlen, ja. Ja, die zweite Höhle, die nicht so cool war, das Ice Cave. Ja. Wahnsinn. Und was machen wir jetzt? Jetzt geht's für uns Richtung Seattle. Schlaflos in Seattle. Ja, nicht mit uns und wir hoffen, dass wir da schlafen können. Aber ja, wir sind jetzt quasi auf direktem Wege hin. Unsere letzte Großstadt in den USA. Wir haben noch so ein paar Wünsche. Ich will noch mal zu Trader Joe's und ordentlich auffüllen und dann hier und da. Und naja, ihr wisst. Und vor allen Dingen für alle Sparfüchse unter euch, wenn ihr hier seid, Grocery Outlets. Heißt so, ne? Grocery Outlet. Haben wir ja beim letzten Host, hatten wir ja nicht erzählt, haben wir da entdeckt. Wir decken uns auf jeden Fall noch mal ein mit Käse, den wir dann mit rüber schmuggeln nach Kanada. Der Peter hat da 1,99 gekostet. 1,99. Das ist billiger als in Deutschland. Keine Ahnung. Ah, wir zeigen das auf jeden Fall dann noch. Aber Seattle, nächste Etappe. Danke für Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, so wie auch wir. Bis übernächste Woche. Bis dahin. Ihr habt euch wohl.